Zu einem Dachstuhlbrand kam es am Sonntagabend gegen 21.20 Uhr in Birkenau-Reisen. Durch die alarmierte Feuerwehr Birkenau konnten die Bewohner des betroffenen Hauses in Sicherheit gebracht werden, verletzt wurde niemand. Die Löscharbeiten, bei denen die Feuerwehr Birkenau, Reisen, Hornbach und auch Weinheim beteiligt waren, dauerten bis 22.30 Uhr an. Bei den ersten Ermittlungen der Polizei haben sich Hinweise auf eine fahrlässige Brandstiftung ergeben. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass das Feuer durch eine sogenannte Himmelslaterne verursacht wurde. Die Polizei bittet Zeugen, die aufsteigende Himmelslaternen zur fraglichen Zeit gesichtet haben oder von Veranstaltungen oder Festen Kenntnis haben, wo Himmelslaternen eingesetzt worden waren, sich zu melden. In Hessen sind die Lampions verboten, da diese immer wieder ursächlich für Brände waren. Bei dem Feuer entstand ein Gebäudesachschaden von über 50.000 Euro.